Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Herzlich willkommen in diesem neuen Vlog. Ich habe tatsächlich genau an dieser Stelle den letzten Weihnachtsvlog beendet und wir fangen an dieser Stelle jetzt einen neuen an. Das liegt nämlich daran, dass ich die letzten 3-4 Tage so, ich habe mich so grauenvoll ernährt, wirklich. Also es ist echt nicht feierlich. Aber ja, es ist halt immer an Weihnachten so eine Sache, wisst ihr, wie ich meine? Man denkt sich immer so, ja, über die Feiertage und dies und das und Ananas. Und ich muss sagen, also ich habe jetzt genug schlecht gegessen. Ich habe gar keine Lust mehr schlecht zu essen. Ich merke das magen-darm-technisch, dass mir das nicht so gut getan hat, dass ich vielleicht eventuell auch ein bisschen sehr scharf gegessen habe und dass ich auf jeden Fall jetzt wieder, ja, auf jeden Fall meine Ernährung zurückschraube zu gesund und vielleicht auch zu etwas weniger Rum-Cola. Aber das war jetzt auch einfach wegen der Feiertage, Leute. Man wurde immer ständig irgendwie auf was zu trinken eingeladen und auch bei dem Wichteln. Und dann gab es irgendwie, ja, einfach zu viele Möglichkeiten und zu viele soziale Events, wo man halt einfach dazu neigt, mehr zu trinken. Wisst ihr, wie ich meine? Es ist auch nicht schlimm. Die letzten Tage waren richtig, richtig cool, super, super schön. Es wäre auch ohne Alkohol super, super schön und super, super cool gewesen. Aber jetzt bin ich halt an einem Punkt, wo ich sage, okay, Reset, Neustart. Das heißt, wo kann man besser ein Reset machen als im Meer, Leute? Ich merke nicht nur magen-darm-technisch, dass ich vielleicht so ein bisschen über die Stränge geschlagen habe. Ich merke das tatsächlich im ganzen Körper, dass ich gerade das Gefühl habe, ich neige zu Entzündungen. Und da habe ich gar keine Lust drauf, Leute. Aber wirklich, also ich muss echt sagen, ich habe den letzten Monat habe ich so richtig krass gesund gelebt. Und jetzt habe ich so 3 Tage, ich habe mir so 3 Tage oder 3-4 Tage vielleicht, habe ich mir so richtig gegönnt. Ich merke es so krass. Merkt ihr das auch so krass, wenn ihr euch irgendwie ein paar Tage richtig schlecht ernährt und einfach mal auf gar nichts achtet? Signalisiert euch euer Körper auch direkt, boah, fahr mal einen Gang runter, ess mal wieder mehr Gemüse? Meiner macht das auf jeden Fall sehr schnell. Und ich bin da auch einerseits sehr dankbar. Ich glaube, sonst würde ich mir auch ein paar Tage mehr gönnen. Und so denke ich mir so, okay, es waren schöne Tage jetzt über Weihnachten, aber back to the reality. Herzlich willkommen in meinem Reset. Wir werden ab heute mehr Gemüse essen. Und damit wollte ich den Vlog einleiten. An denen ich tatsächlich im Meer war, war das Meer nicht so schön, weil es super krass windig war, weil es keine Sonne gab oder es irgendwie einen Sturm gab oder so. Und heute strahlender Sonnenschein, super schönes, helles, blaues Wasser. Oh, oh. Ich freue mich gerade wie ein kleines Kind. Quasi in den Supermarkt-Kiosk, so eine Fusion aus Supermarkt-Kiosk. Und ich habe auf jeden Fall noch meinen Kaffee und den gönne ich mir jetzt, bevor ich den Checkout gleich mache und auf jeden Fall noch mal kurz duschen gehe. Ich habe gerade den Checkout gemacht und wir fahren jetzt zurück nach Cancun. Deswegen bin ich auch so krass vollgepackt. Ich habe zwar viele Sachen mitgenommen, aber ich habe tatsächlich auch noch mal Sachen geschenkt bekommen, was so gar nicht geplant war. Hola. Bien, ¿y tú? Bien, gracias. Regresando a Cancún. ¿Estás yendo a Cancún ahora? Sí, por eso tengo tantas cosas. ¿Y ya desalojaste todo? Ich habe tatsächlich, wie ihr merkt, auch schon Freunde gefunden. Und mittlerweile ist es echt so, das sind einfach Leute, die mich sind. Auf jeden Fall wollte ich sagen, dass wir jetzt zum ADO gehen. ADO ist quasi das zentrale Busunternehmen, was in, ich glaube, ganz Mexiko vorhanden ist. Auf jeden Fall in sehr, sehr vielen Bundesstaaten. Und da könnt ihr euch halt super easy und super sicher von A nach B bewegen. Es gibt auch noch kleinere Busse, die sind ein bisschen schneller und die sind ein bisschen günstiger. Aber ich habe, Leute, ich habe so viele Sachen. Ich kann den Platz halt irgendwie jetzt auch schlecht wegnehmen, weil da sind halt die Plätze krass abgezählt. Es ist sehr eng. Und wenn ich dann meine Sachen halt nirgendwo unterkriege, dann ja, werde ich mich die Busfahrt übertrieben quälen. Deswegen nehme ich jetzt den ADO. Ich muss hier mal kurz Werbung machen. Im Aldos bekommt ihr ketogenes Eis und es ist super, super lecker. Es ist krass teuer, ne? Aber es ist halt ketogenes Eis und wenn man sich mal wirklich einfach ein Eis gönnen will und Keto ist, mega.
¿Quieres decir algo? ¿Qué puedo hacer ahora? ¿Dónde? ¿Qué puedo hacer? No sé, tú dime. Preséntate, ¿de cuál país eres? Porque no eres mexicano. Sí que soy mexicano. No te creo. ¿Por qué? Por tu acento. Yo de esos dos. Ah, argentino. Ah, yo soy alemana. ¿Sos alemana? Sí. ¿Quién ahí? ¿De qué parte de Alemania? ¿Ubicas Colonia? Colonia, sí. Tener un equipo de fútbol que es sí. Una cabrita. Sí. Bueno. Un beso grande a todos. No, pero ¿cómo te llamas? Federico. Federico. Mi nombre es Federico, de Argentina, de Mar del Sur, para hacer mejor. Y bueno, nada, estaba acá en México. Que tengan un lindo año para todos. Mucho gusto. Mucho gusto, tenía un buen año. Gracias, igualmente. Das, was halt auch richtig cool ist, wir sind hier gerade immer noch, also wie immer gefühlt, auf der Quinta Avenida, also auf dieser Hauptstraße, wo man alles bekommt und wo halt quasi die Touri-Feierstraße sich befindet. Und genau da ist halt eine der Haltestellen des ADOs. Also ist halt hardcore krass zentral. Und das ist auch für mich tatsächlich eines der Hauptargumente, wieso ich mich zwischendurch immer wieder für den ADO entscheide, weil es halt einfach so easy ist, hier anzukommen. Gerade wenn ich hardcore krass viele Sachen mit mir rumtrage, ist es halt einfach hart nervig, wenn ich dann irgendwie erstmal 15, 20 Minuten in die Stadt reinlaufen muss. Ja. Direkt gegenüber von Meckes ist tatsächlich auch die ADO-Busstation. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Wir machen gerade einen großen Zeitsprung. Wir haben nämlich jetzt schon das Jahr 2024. Ich wünsche euch auf jeden Fall alles Liebe der Welt, dass es euch und euren Liebsten gut geht. Und ich freue mich sehr, dass ich euch auch 2024 auf diesem Kanal hier begrüßen darf. Wir sind jetzt schon wieder back in Cancun. Ich bin tatsächlich gestern angekommen. Und wir haben Silvester in Playa verbracht, also mein Freund und ich. Es war super verrückt, es ist drunter und drüber gegangen. Wir haben auf jeden Fall das Beste aus der Situation rausgeholt. Die mir auf Insta folgen, die wissen schon, dass unser Airbnb tatsächlich in Playa, welches wir reserviert haben, nicht wirklich existiert hat, also dass die Anzeige fake war. Ich habe überlegt, darüber nochmal ein Video zu machen. Würde euch das interessieren? Dann mache ich auf jeden Fall nochmal ein Video, weil die Airbnb-Anzeige wirklich super seriös gewirkt hat. Wirklich krass seriös, Leute. Mit richtig guten Bewertungen, zwar über 500 Stück, mit einem verifizierten Account und bliblablub und nichtsdestotrotz war es ein Fake. Falls ihr darüber also nochmal ein Video haben wollt, schreibt es mir sehr gerne in die Kommentare und ihr dürft mir wie gesagt auch sehr gerne auf Instagram folgen unter Lailas Vibes. Da werdet ihr solche Details nämlich deutlich schneller erfahren. Ich habe gestern ein großes Bedürfnis verspürt, nämlich einmal Neujahrs zu baden. Das ist natürlich in der Karibik auf jeden Fall deutlich angenehmer. Ich habe jetzt schon das Gefühl, ich habe mich einmal so gereinigt vom letzten Jahr, aber ich habe das Gefühl, ich muss es heute nochmal machen, nämlich nochmal in Cancun. Ich habe mich selber noch nicht wirklich entschieden, zu welchem Strand wir gehen. Also ja, lasst euch überraschen, ich weiß es selbst noch nicht. Wir sehen uns auf jeden Fall gleich wieder. Wir sind jetzt gerade ausgestiegen an Plaza Kukulkan. Das ist dieses Gebäude hier, sind wir gerade ausgestiegen, liebe Leute, und haben die Straße überquert. Wir gehen jetzt zum Strand. Der heißt Playa Marlin und der hat aber noch einen anderen Namen, einen einheimischeren Namen, liebe Leute. Ah, meine Musik geht an. Moment. Wieso geht meine Musik an, Leute? Ist doch Stopp. Okay. Wenn wir uns jetzt hier nämlich rumdrehen, wir machen das jetzt einfach mal. Dann sehen wir hier einmal ein Hotelgebäude und hier, liebe Leute, hier sehen wir das Haus eines beliebten Fußballspielers. Ich glaube, eine Kamera, die wird euch nicht einfangen können, dass tatsächlich auf dem Haus auch so ein paar Andeutungen sind. Mit dem Fußballer selbst, wie er quasi ein Tor schießt und solche Sachen. Mega, mega cool. Und dieses Haus ist mega bekannt und der Strand hier heißt auch der Strand von Hugo Sanchez. Unter den Einheimischen zumindest. Hier gehen wir auf jeden Fall jetzt hin. Das ist ebenfalls einer meiner liebsten Strände. Da sind die Wellen ein bisschen stärker, aber ich liebe den Strand, weil er steinfrei ist. Weil ich es irgendwie voll gemütlich finde da. Und ja, definitiv eine Empfehlung. Falls ihr mich schon länger verfolgt, das war auch einer der ersten Strände, die wir hier mit besucht haben, tatsächlich mit den Mädels. Also falls ich den Blog nochmal finde, ich verlinke den euch hier oben, glaube ich. Da ist tatsächlich sein Haus mit ein paar Figuren. Und
Und was auch richtig cool ist, Leute, manchmal geht das Licht da an und dann munkeln immer alle Menschen, inklusive mir, ja, ich munkel dann auch, weil ich mir so denke, oh mein Gott, aber da sind drei hübsche Frauen in so Abendkleidern gesichtet worden, ja. Und Licht und plötzlich wurde da alles hübsch gemacht und umgestellt und so. Und dann wurde natürlich gemunkelt, ne? Boah, vielleicht ist er hier. Und dann kam tatsächlich ein Post, dass tatsächlich eine Party stattfand. Es ist unnormal hell und Sonnenbrille, Leute. Random Info für alle, die noch nie in Cancun waren. Diese Hotelzone hier, in der wir uns gerade befinden, das sind über 20 Kilometer, die diese Hotelzone an Strand beinhaltet. Also, falls euch dieser Strand nicht gefällt, ihr werdet safe einen anderen finden, der euch zusagt. Leute, Hand aufs Herz. Ich meckere auf absolut hohem Niveau. Ich fand es gerade viel zu windig und zu kalt, als die Sonne weg war und dachte mir so, boah, vielleicht ziehe ich es nicht durch. Aber Leute, die Sonne, ich wollte gerade sagen, die Sonne ist wieder da, aber ich habe das Gefühl, sie geht jetzt wieder. Aber ich ziehe das jetzt durch. Ich bin jetzt schon halb im Wasser. Ich wünschte, ich wäre schon halb im Wasser. Aber ich glaube, das geht schnell mit der nächsten Welle. Ich bin in einem sehr welligen, sehr windigen Strand. Ah, ich hatte gerade fast was gesagt. Okay, Leute, ich möchte an einer anderen Stelle reingehen, weil es ist krass stark, das Meer, also die Strömung. Okay, vielleicht. Okay, Leute, ja gut. Okay, Neujahrsbaden 2.0. Wir machen das, glaube ich, einfach mit Wellen, die mich nass machen. Ich glaube, wir müssen uns ins Meer setzen oder so, weil ich glaube, das ist echt keine gute Idee. Eine gute Idee. Ja, gut. Wisst ihr Bescheid? Die Wellen sind krass. Wir haben jetzt den nächsten Tag, Leute, und ich persönlich habe das Gefühl, man sieht es mir an. Ich fühle mich nicht so gut. Also eigentlich fühle ich mich ziemlich scheiße. Und ich war jetzt auch gerade in einer Apotheke und habe mir Medikamente geholt, weil ich nicht genau weiß. Ich habe hardcore krasse Gliederschmerzen, Kopfschmerzen. Ich glaube, ich werde mir irgendwie eine Grippe oder so einfangen. Oder ich habe mir sie schon eingefangen, I don't know. Auf jeden Fall bin ich gerade im Bett mit einer Klopapierrolle und das ist richtig scheiße, weil ich muss morgen arbeiten. Und ja, ich werde auf jeden Fall morgen vor der Arbeit nochmal einen Corona-Test machen. Einfach nur, um sicher zu gehen. Aber wenn ihr das seht, dann geht es mir hoffentlich schon besser. Also ich habe wirklich die Hoffnung, wenn ich das in ein, zwei Tagen hochlade, dass es mir besser geht. Dass die Medikamente, die mexikanischen, die ich mir jetzt gerade geholt habe, dass sie richtig krass gut anschlagen und dass ich dann wieder richtig fit bin. Ich habe auf jeden Fall gerade zwei Stück genommen. Ich habe erstmal gegoogelt, wie die Höchstdosis so war, weil ich war mir echt nicht sicher, Mann. In Mexiko ist ja alles gefühlt frei verkäuflich. Also auch so die krassesten Medikamente ever, die man bei uns irgendwie nur bei krassen chronischen Erkrankungen irgendwie im Krankenhaus bekommt, kriegst du hier halt einfach in der Apotheke frei verkäuflich. Das heißt, ich war mir nicht genau sicher, welche Medikamente ich mir holen soll. Ich war richtig überfordert. Aber ich habe mir jetzt zwei Stück geholt und ein Thermometer. Fieber wurde schon bestätigt.
Aber jetzt habe ich auch Paracetamol und Pipapo am Start. Und in 2 Tagen, wenn ihr das seht, geht es mir hoffentlich schon wieder besser. Ich wünsche euch auf jeden Fall ein super, super schönes 2024. Mit ganz viel Liebe, mit Glück, mit schönen Momenten. Und hoffentlich mit ganz viel Gesundheit, liebe Leute. Bis ganz bald.